Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Hauseinweihung und eine niveauvolle Vorlesung. So wurden die Gäste im Deutschen Haus in Badasek erwartet. Weinlese mit einem Tanzfest. Zwei Gemeinden feiern gemeinsam. Ein altes Stück neu aufgelegt. Das Publikum konnte das Theaterstück Bremer Musikanten betrachten. Spinnerei 24, das dreitägige Programm endete in Zengyvárkony. Nach intensiver Arbeit wurde das Deutsche Haus in Badasek eingeweiht. Gleichzeitig konnte das Publikum einen Vortrag von Peter Tress über die Geschichte der Ungarndeutschen hören. Nach der Renovierung stellte Christina Gomkötőné Kemény, Mitglied der Deutschen Selbstverwaltung von Badasek, unserem Team das Haus vor. Wir sind jetzt im Deutschen Haus Badasek. Dieses Haus ist eine regionale Begegnungsstätte der Ungarndeutschen. Die Renovierung und die Einrichtung wurde teils von der ungarischen Regierung gefördert, teils von das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Das Deutsche Haus ist ein zentraler Ort in der Region, in dem regelmäßig verschiedene Programme organisiert werden. Die Deutsche Selbstverwaltung möchte, dass Kindergarten und Schulkinder das Gebäude besuchen. So werden verschiedene Aktivitäten organisiert. Dieses Haus hat mehrere Funktionen. Wie gesagt, es ist eine regionale Begegnungsstätte, also wir erwarten in dieses Haus nicht nur die Einwohner von Badasek, sondern die Deutsche der ganzen Umgebung. Wir haben verschiedene Veranstaltungen für Sie. Heute findet zum Beispiel ein Vortrag über die Geschichte der Deutschen, über die Geschichte der Deutschen in Ungarn statt. Wir hatten schon verschiedene Filmabende veranstaltet. Außerdem haben wir auch kulturelle Programme. Im Haus ist auch eine Bibliothek. Wir sind jetzt in der Bibliothek. Die Bibliothek wird bald vollständig eingerichtet. Also hier ist schon alles voll mit Büchern. Und dann erwarten wir auch Kindergartengruppen und Grundschulgruppen. Und wir möchten mit ihnen Sprachförderung machen. Außerdem basteln wir auch mit den Kindern. Es ist schon zu einer Tradition geworden, dass wir am Gründonnerstag mit den Kindern basteln vor Ostern. Aber wir treffen uns hier auch an anderen Festen, zum Beispiel auch an Weihnachten, auch an Pfingsten. Und wir haben dann verschiedene Programme. Am Pfingsten ist unser traditionelles Pfingststrudelfest. Wir machen selbstgemachte Strudel und diese Strudel werden dann auf dem Marktplatz verkauft. Nach der Besichtigung des Deutschen Hauses wurde das Publikum mit einer Präsentation von Peter Tress verwöhnt. Diese Programme bringen auch die Menschen zusammen und haben somit eine gute gemeinschaftsbildende Funktion im Leben der Stadt. Tress Peter vagyok, bátaszéki születésű, és bár jó néhány éve nem élek már Bátaszéken, továbbra is érdekel engem Bátaszék, a bátaszéki németek története. A mai előadás pedig a bátaszéki németek történetének egy részét fogja bemutatni, mégpedig az 1718-tól 1849-ig tartó időszakot. Ugye 1718-ban érkeztek Bátaszékre az első telepesek, és 1849 ugye a magyar történelem egy markáns időpontja. Die örtliche Deutsche Selbstverwaltung ist sehr froh, einen Ort zu haben, an dem sie traditionelle Programme für Interessenten anbieten kann, sagte Christina Gomkötőné Kemény. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir ein Haus haben, sozusagen für uns, dass wir ein Zuhause haben. Im Badasek gibt es ja ein Heimatmuseum, es gibt auch hier einen ungarndeutschen Lehrpfad und deshalb war es sehr wichtig, dass die deutsche Gemeinschaft hier auch ein Zuhause hat, ein Haus hat, damit man verschiedene Programme
den verschiedenen Altersgruppen anbieten kann. Das Haus wurde in den letzten Jahren mehrfach renoviert und das jetzige bedeutet noch nicht den endgültigen Zustand. Es gibt zahlreiche Pläne für die Zukunft und sie hoffen, dass sie sie verwirklichen können. In diesem Jahr feierten Romanyi und Boga die Ernte mit einem gemeinsamen Programm. Bei strahlendem Sonnenschein am Nachmittag präsentierten beide Dörfer dem Publikum Tänze verschiedener Nationalitäten. Am Wochenende feierten Romanyi und Bogát gemeinsam die Ernte. Das Rosmarin-traditionelle Volkstanzensemble trat in beiden Dörfern auf. Hát ez egy szüreti rendezvény, ezt általában két évente szoktuk megrendezni, Bogáddal közösen rendezzük, és tehát minden népviseletet próbálunk itt megmutatni, hát leginkább a magyar népviselet, de most már, mivel hogy a Nemzetiségi Önkormányzat rendezi ezt, ezért a nemzetiségek is felöltöznek, és ők is vonulnak. Régi hagyományokhoz híven. Hát itt most volt a bírónének a kikérése, csak mivel olyan meleg van, ezért muszáj egy kicsit, hogy felfrissítsék magukat. És utána lesz egy menettánc a barackos lakóparkig, ott felülünk feldíszített kocsikra, platós autókra, kisbuszokra, gyerekekkel, és megyünk át Bogádra. Bogádon is lesz egy tánc a bolt környékén, és akkor utána megyünk föl, hogy a focipályán, tehát Bogárdnak a másik részének is megmutassuk, és akkor utána ugyanúgy visszajövünk Romanyára, és innen a Béketértől fognak föltáncolni a kultúrházig, a kultúrházuk pedig lesz az régi hagyományos szőlőlopás, táncosok fognak táncolni, és este pedig egy zenés táncmulatsággal zárjuk a napot. Wie in anderen Dörfern waren auch in Romanyi der Weinbau und die Weinherstellung früher weit verbreitet. Heutzutage gibt es viel weniger Menschen, die die Weinberge bearbeiten können. A régen nagyon nagy hagyománya volt a bortermesztésnek, voltak bormustrák is, borversenyek is voltak. Sajnos egyre többen, azt mondom, vágják ki a szőlőjüket, mert egyszerűen, tehát az idősek, ahogy kihalnak, a fiatalok már nem tudják gondozni, művelni, és azért tudjuk, hogy a szőlőművelésnek igencsak olyan ember kell, aki reggeltől estig ebbe él. Régen nem volt olyan német család, ahol nem lett volna szőlő és bortermelés. Tehát ez a németségre teljes mértékig volt jellemző, hogy minden háztartásnál, minden házban, minden családban dolgoztak szőlővel. Tehát volt szőlőművelés. Die beiden Gemeinden haben eine gute Beziehung und viele gemeinsame Programme. Szokott lenni általában közös rendezvények, az az igazság, hogy tehát mi itt vagyunk. Van egy tábla, de igazán az a tábla az nem jelent semmit. Tehát Romanyi és Bogád mindig szerintem egy volt, itt nagyon sok, ahogy az óvodában is rengeteg bogádi gyerek jár, az iskolában rengeteg romanyai gyerek jár. Tehát mi egy nagy család vagyunk, Romanyi és Bogád. In Romanyi werden die ungarn-deutschen Traditionen bis heute gepflegt. Sie halten es für wichtig, dass auch junge Menschen und Einwohner, die nicht der Nationalität angehören, an die ungarn-deutsche Kultur herangeführt werden. Hogy a fiatalok is megismerjék ezt, és hogy a fiatalok is ebbe éljenek föl, tehát megismerjék a múltukat, ezáltal legyen jövőjük. Hát a nemzetiségek együttműködés szerintem nálunk a faluban nagyon jó, tehát itt német-magyar nagyon jó megfér, igazán más nemzetiség nem jellemző erre a falura. Mióta a nemzetiségi önkormányzat működik, azóta meg egyre inkább, tehát mi behozzuk a régi németséget, tehát hogy mi a magyaroknak is megmutatjuk, hogy igen, milyen volt itt régen. Tehát régen sokkal több sváb élt ebbe a faluba. Das Programm endete mit einem gemeinsamen Abendveranstaltung im Kulturhaus von Romanyi. Die Geschichte der Bremer Musikanten wird vielen bekannt sein. Die deutsche Bühne Ungarn gibt der Geschichte ein neues Gesicht, neue Figuren, neue Situationen, neue Gefühle. Die Premiere des Stücks fand am 21. September in Sexart statt. Darum habe ich auch manchmal voll die Rückenschmerzen. Da
Stück wird Ende September zum ersten Mal mit einer neuen Besetzung aufgeführt. Die Deutsche Bühne hat dieses Stück ausgewählt, weil das Märchen eine Verbindung zwischen ungarischen und deutschen Kindern bedeuten kann. Die Bremer Stadtmusikanten ist ein bekanntes Märchen, auch in Ungarn und auch für die Kinder, die Deutsch lernen. Meine Erfahrung ist es, dass alle Kinder, die Deutsch lernen, dieses Märchen entweder im Kindergarten schon oder in der Schule lesen und auch bearbeiten. Und ich glaube, das ist eine besondere Erfahrung und ein Erlebnis für die Kinder, wenn die dieses Märchen, was sie schon so gut kennen, auch auf der Bühne sehen und mit den Tieren mitfiebern können und sehen, was unsere Version von diesem Märchen ist. Das Genre der Aufführung ist Komödie, deren Hauptziel ist, das Publikum zum Lachen zu bringen. In diesem Fall gibt es aber auch einen Hauch von Traurigkeit. Gleichzeitig enthält jede Geschichte eine Lehre, sodass sie auch für ein jüngeres Publikum geeignet ist. Eine Komödie, eine märchenhafte Komödie oder ein komödienhaftes Märchen? Das ist eigentlich eher das Zweite und das ist aber deswegen auch lustig, weil es eigentlich traurig ist. Und also die guten Komödianten wie Charlie Chaplin und Buster Keaton sind ja immer auch mit ernsten Themen befasst und die Bremer Stadtmusikanten auch. Ich mochte das immer schon, das Märchen. Es geht ja darum, dass Leute, wenn sie irgendwie nicht mehr so produktiv sind, also nicht Leute, in dem Fall ist es ein alter Esel, ein alter Hund, eine alte Katze und ein alter Hahn, und die können nicht mehr so viel arbeiten und nicht mehr so viel leisten, und dann werden sie verjagt. Und dann könnten sie natürlich auch depressiv werden und sagen, huhuhu, mein Leben ist zu Ende, aber das tun sie nicht. Sondern sie sagen, wir hatten doch Träume. Und vielleicht auch, weil ich jetzt schon älter bin, keine Ahnung. Es ist so wichtig, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben Träume und die verwirklichen wir. Und wenn wir uns jetzt zusammentun, und das tun die, das ist diese berühmte Pyramide, die haben wir auch, leider haben wir kein Foto gemacht gestern, weil einer ist runtergefallen, bevor das Foto gemacht wurde. Und also... Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn, die machen zusammen Musik, die machen eine Band. Und das ist ein bisschen schon bei den fürchterlichen Fünf so gewesen, mein Ansatz, den Kindern zu zeigen, bleibt nicht alleine, tut euch zusammen, dann habt ihr mehr Stärke, auch Probleme zu lösen. Oder ihr könnt auch, wenn ihr weniger Angst habt, eine größere Resilienz haben, um den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Und ich finde die Märchen dann schön, wenn sie Lösungsansätze bieten. Und das tun sie nicht immer. Oft sind das auch böse Hexen und dann ist alles ganz schlimm. Und hier ist es einfach ein Märchen, das hat einen Lösungsansatz und ist noch dazu lustig. Und das ist der Grund. Es gibt auch neue Figuren auf der Bühne, wie zum Beispiel den Froschkönig. Paul Vier, der jetzt im zweiten Jahr am Deutschen Theater ist, sagte, er sei von der Umgebung völlig gefesselt. Wir wollen einen Märchenwald zeigen, in dem nicht nur die Bremer Stadtmusikanten sind, sondern auch einige andere Figuren. Ja, in dem Wald, da geht's ab. Ich spiele den Froschkönig, der auf dem Weg ist, seine Prinzessin zu finden, die ihren goldenen Ball verloren hat. Und ich habe ihn hier rausgeholt und dann ist sie einfach weggelaufen. Und jetzt bin ich auf der Suche nach ihr. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Zwei ehemalige Kollegen, die letzten beiden Jahre hier gespielt haben, sind gute Freunde von mir. Ich habe mit denen zusammen studiert. Die waren die letzten beiden Jahre hier und ich übernehme jetzt quasi die Position. Das heißt, ich war letzten Sommer schon mal zu Besuch, habe die Premiere von Sommernachtstraum gesehen und mich direkt ein bisschen verliebt in die Gegend. Es ist wunderschön mit den Weinbergen, der Donau in der Nähe. Wirklich sehr schön. Und ich bin froh, hier zu sein. Die Regisseurin des Stücks, Verena Koch, ist der Meinung, dass diese Stücke eine heilende Wirkung haben und auch perfekt sind, Menschen zusammenzubringen. Sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen kann ein solches Stück ein gutes Programm sein. Der Schlussgedanke ist eigentlich der mich immer beschäftigt, dass gute Geschichten heilsam sind. Für die Seele, für die Freundschaft und für die Gesellschaft auch. Und für das Miteinander.
Das Stück wird während der gesamten Saison bis zum 30. Juni zu sehen sein und alle sind herzlich eingeladen. Wir besuchten das Eröffnungsprogramm des letzten Tages des Meisterkurses Spinnerei am Fuße der Sengő. Im örtlichen Heimatmuseum kann man aus Stroh gefertigte Ornamente und Gegenstände aus verschiedenen Ländern sehen. In der Ausstellung wurde auch über das Ungarndeutschtum des Dörfes erzählt. Im Komitat Branau wurde ein dreitägiges Programm für die an der Spinnerei Interessierten organisiert. Die Spinnereikonferenz und der Meisterkurs begannen in Pecsvár und wurden in Pál fortgesetzt. Am dritten und letzten Tag konnten sich die Besucher mit Várkon vertraut machen, wo der Vormittag im Landhaus begann. Tehát ez egy műemlékvédelem alatt álló épület, 1800-as években készült, és tulajdonképpen két részre bontható. Van egy sárközi szoba, mert hogy Zengővárkony az alapvetően a sárköznek egy kis csücske, tehát egy ennek megfelelően berendezett szoba, illetve a szalmakincstár 30 országból 600 szalmatárgy található a tájházba. A háromnapos rendezvénynek a címe az volt, hogy fonódások a Zengő alján. Vagyis olyan vendégeket vártunk, akik valami módon érdeklődnek, kapcsolódnak a természetben található fonható anyagokhoz. Ez alatt gyékény, sás, káka, csuhé, és hát természetesen szalmát kell érteni, és ők érkeztek az ország minden részéből, körülbelül 30 vendégünk volt a három nap alatt, és hát a csúcspontja a rendezvénynek, és a záró nap, az a mai nap, ami kapcsolódik az Ars Sacra összművészeti fesztiválhoz, és ezért a mai napon lélekmadarakat fognak készíteni a résztvevők, a konferenciának a résztvevői, illetve bárki, aki a meghirdetett program jelentkezett és eljön, lent a Császár János közösségi házba fogjuk készíteni, és kertcsinálónak a gangon föllógattunk néhány ilyen lélekmadarat, hogy aki váratlanul erre jár, ő is kedvet kapjon és lejöjjön és készíthessen ilyet. Die Ausstellung im Heimatmuseum befasst sich nicht ausschließlich mit deutschen oder ungarischen Menschen. Hát a németek kis készítettek díszeket, de egyébként 35 országból van itt összegyűjtve szalmából készült tárgyak a múzeumban, ami teljesen egyedülálló, egész Európában nincs több ilyen múzeum, ez az egyetlen. Nach der Ausstellung wurde die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus fortgesetzt und endete mit einem gemeinsamen Mittagessen. A mai programra bárki jöhet, tehát nem is kellett bejelentkezni. Magára a háromnapos konferenciára természetesen ugye ott szállást kellett rendelni, és étkezést biztosítani, tehát az egy jelentkezéshez kötött program volt. Most ehhez a rendezvényhez, tehát a fonódások az Zengő alján, ez most itt egy egyszeri alkalom, de az évnek karácsonyhoz, húsvéthoz, illetve Péter Pálhoz kapcsolódóan mindig vannak egynapos családi rendezvények, mert hogy alapvetően azért a gyerekeket, a fiatalokat is szeretnénk megszólítani, hogy ezek csodálatos anyagok, érdemes belőlük készíteni akár játékokat, szívecskét, ajándékot, vagy használati tárgyakat, a felnőttek pedig hát a múzeumnak a meglátogatásának örvendenek. Im Várkon spielen ungarndeutsche Traditionen neben dem Kunsthandwerk eine große Rolle im Leben des Dorfes. Die hier lebenden Ungarndeutschen haben auch die Möglichkeit, ihre eigene Kultur zu erleben, und zwar von klein auf. Azt érdemes tudni, hogy itt van egy német önkormányzat, ami körülbelül 10 éve működik. Szoktak tartani ilyen német napokat, ami most volt, augusztus utolsó napján. Jaj, van egy német disznóvágásunk, az minden évben egyszer van. Szokott lenni még rétes napunk is, tehát rétest készítünk. Egyébként az óvodában tartanak német oktatást, de hát ugye ez egy magyar falu, tehát itt nem nagyon volt német oktatás régebben, most már van. Úgyhogy tanulnak németül a gyerekek, meg az iskolába is. Laut Aufzeichnungen leben im Dorf seit den Türkenflucht Deutsche und ihre Kultur wird auch heute noch gepflegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.